Relativ wenig Bewegung gibt es heute an den internationalen Kapitalmärkten. Der deutsche Leitindex DAX liegt zurzeit kaum verändert bei etwa 10.860 Punkten. Gold notiert stabil bei 1.700 Dollar. Rohöl der Nordseesorte Brent wird mit 30 US-Dollar gehandelt. Und der Euro kann im Vergleich zum US-Dollar leicht zulegen auf 1.0850. Die US-Notenbank Fed hat angekündigt, ab sofort auch Anleihe-ETFs zu kaufen mit einem Fokus auf Unternehmensanleihen des Investment-Grade-Bereichs, also der besseren Bonitäten, was die Situation an den Märkten stabilisiert. Und zur Stabilisierung hat auch beigetragen, dass Saudi-Arabien angekündigt hat, die laufenden Förderkürzungen um täglich 1 Million Barrel pro Tag zu erhöhen. Das heißt, auch von dieser Seite gibt es eher einen stabilisierenden Faktor auf die Ölpreisnotierung und damit auf die Märkte. Die aus volkswirtschaftlicher Sicht bekannteste oder markanteste Zahl wurde heute aus den USA veröffentlicht. Dort wurde bekannt gegeben, dass die Steigerung der Verbraucherpreise, also die Inflation im April, gerade einmal 0,3% im Vergleich zum Vorjahr betragen hat, was ein extrem niedriger Wert ist. Im Vormonat lag die Kennzahl noch bei 1,5%. Und der Hintergrund sind zum einen die in den letzten Wochen kollabierten Ölpreise, eine der wichtigsten und schwankungsreichsten Komponenten der Inflation. Aber auch alle anderen oder die meisten anderen preisrelevanten Komponenten sind im Zuge der Corona-Krise, die, das kann man hier erkennen, kurzfristig deflationär wirkt, zurückgekommen. Einzig die Lebensmittelpreise sind relativ deutlich angezogen, alles in allem, aber wie gesagt, ein temporärer Effekt, der sich in den nächsten Monaten bei den nächsten Veröffentlichungen wieder rausziehen sollte. Thank you.